So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist Eventtag Nummer 4, glaube ich. Wenn ihr das seht, ist schon Eventtag Nummer 5. Gestern, also heute, war das Hexenhut Pikachu da, was es natürlich auch zu Halloween gibt. Ob ihr das in Shiny bekommen habt, könnt ihr ja mal unten hinschreiben, ob ich das in Shiny bekommen habe. Sehen wir bestimmt bei Raid am Mittwoch. Aber wir wollen wieder mal gucken, was aus den Eiern kam, wie viele Eier wir gebrütet haben. 30 Geschenke haben wir aufgemacht und diesmal waren es, glaube ich, 19 Eier, die wir abgreifen konnten, ausgebrütet haben. Und wir gucken jetzt mal, was da dabei war. Angefangen das Ganze natürlich mit einem Alola Slimer. Das werden wir auch wieder bewerten und direkt gucken, wo es herkam, wer das Geschenk geschickt hat. Wenn ihr euch wiedererkennt, könnt das ja mal reinschreiben. Also ein Alola Slimer mit 2 Sterne Bewertung, leider kein Wert auf 15, in Gefangen, Castellaun, Rheinland-Pfalz, Deutschland. So, wer daher kommt, schreibt es mal in die Kommentare. Dann ging es weiter wieder mit einem Togepi, sogar 3 Sterne Bewertung, leider kein Shiny, aus Antalya, Türkei mit 15 KP. Wird wohl vom gleichen sein wie gestern, der auch Geschenke aus der Türkei geschickt hat. Dann haben wir wieder mal ein Mamfaxo aus Ottendorf, Okrilla, Sachsen, Deutschland mit 15 Angriff und einer 3 Sterne Bewertung. Kann ja nicht Shiny sein. Aber trotzdem, Baby, immer noch cooles Pokémon natürlich. Ich mach mal hier den Ton ein bisschen leiser, dass das nicht so... So, dann haben wir als nächstes einen Rabautz. Ihr seht hier unten schon, dass ihr daraus einen Nocturne entwickeln könnt. Das heißt, Verteidigung ist der beste Wert. Das sehen wir auch hier. Verteidigung ist nämlich auf 15, insgesamt 3 Sterne in der Nähe von Odessa, Odessa Oblast, Ukraine. Dann haben wir ein Isso, auch mit 3 Sterne Bewertung, aber leider nur 12, 12, 13, wie ich das hier sehe, aus Poutou, Ile-de-France, Frankreich und auch kein Shiny. Dann haben wir noch Onera gebrütet, das Baby von Hyterra mit Angriff 15, auch wieder 3 Sterne Bewertung, gefangen in Skulnuur-Tolland, Niederlande. Oder wie auch immer man das ausspricht. Wer also in der Niederlande ist, schreibt es mal in die Kommentare. Dann haben wir als nächstes noch ein Isso bekommen. Wieder ein blaues, kein rosanes, aber könnt ihr auch als Shiny bekommen. Nur 2 Sterne. Und aus Teltow, Brandenburg, Deutschland. Dann ein Elekid, was auch Shiny sein kann. Auch richtig cooles Pokémon. Und das hat eigentlich eine richtig gute Bewertung. Angriff, Verteidigung, KP sind jeweils gleich. Alles auf 14, deshalb 3 Sterne und wieder mal aus Leer, Ostfriesland, Niedersachsen. Hätte auch Shiny sein können, ist es aber nicht und eben hat noch das Wetter gewechselt. Dann haben wir ein Alola Dicta, 3 Sterne, Angriff auf 15 aus Yokohama, Kanagawa, Japan. Weiter geht's mit einem Sandan mit nur einer 2 Sterne Bewertung, restliche Werte auch nicht so krass, deswegen kein Wert auf 15 aus Kösfeld, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, kann auch Shiny sein, aber da habe ich ja die Familie schon voll. Und da ist er, den suchen doch alle, der kleine Mobai, das Baby vom Mogelbaum, mit Verteidigung 15 aus Hannover, Niedersachsen, leider kein Shiny, aber das kommt so oft aus den Eiern. Irgendwann müsst ihr mal eins dabei sein, das Event geht, glaube ich, jetzt noch 11 Tage, also wenn ihr das seht, noch 10 Tage, da haben wir noch einige Chancen. Weiter geht es mit Pi, wieder 3 Sterne, Angriff auf 15 aus Merseburg, Sachsen, Anhalt. Kein Shiny, aber die Pi-Familie ist, glaube ich, auch voll. Magby ist auch voll, hat hier aber nur 2 Sterne, kein Wert auf 15 und kommt aus Hildburghausen. Tja, da ist es selber schuld. Das nächste Mobai, aber wieder nicht Shiny, aus Helmstadt, Bayern. 3 Sterne Bewertung, KP auf 15, richtig genial. Und das nächste Mobai hinterher, diesmal kein Wert auf 15, aber aus Spanien und auch 3 Sterne Bewertung. Dann haben wir noch ein Alola Vulpix, da fehlen mir noch die beiden Shinies aus Eisfeld, Thüringen, 2 Sterne, Verteidigung gerade so 14, da geht also noch was und ich glaube das Shiny davon sieht auch nicht so viel anders aus als das. Macht sich vielleicht dann erst bei der Entwicklung bemerkbar, da weiß ich gerade nicht, wie die ausschaut. Und ein Fluffeluff, jetzt wird's fluffelig. Dieses Fluffeluff wurde am 9.8. gefangen, Poteau, Ile-de-France, Frankreich. Auch nur 2 Sterne, aber ich sag's nochmal, verpasst nicht die Raid am Mittwoch-Folge diese Woche, denn da kriegt ihr einiges zu sehen. Hier noch ein Magby hinterher, auch nicht Shiny,
3 Sterne dafür, KP15 aus Meder, Bayern. Da haben wir es wieder, das Magbier aus Bayern. Und als letztes die Nummer 19, so schnell ist es nämlich wieder vorbei. Ein Knospi aus Oranienburg, Brandenburg mit 3 Sterne Bewertung, 13, 14, 12. Das war's auch schon. Wer aus Brandenburg kommt, schreibt es mal in die Kommentare. Wie gesagt, vielleicht findet ihr euch wieder bei den Geschenken. Ich muss mal gucken, dass ich auch wirklich verschiedene öffne jeden Tag, dass da mal verschiedene Orte mit dabei sind und man gucken kann, was alles. Diesmal kein Österreich dabei. Wien, Österreich hat diesmal komplett gefehlt, hat die anderen Sendungen immer dominiert. Jetzt nicht dabei, immer noch kein Shiny bekommen, immer noch kein Mobile, immer noch kein Alola. Das ist traurig, aber wir geben nicht auf, wir bleiben dran, wir brüten weiter jeden Tag. Jetzt eine Brutfolge. Und wenn es Infos gibt, sich irgendwas tut, werde ich das am Anfang auch immer erwähnen. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.